Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala khatam al-anbiya'i wal-mursaleen, nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Amma ba'd. Alles gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit, sondern auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam durch verschiedene Merkmale ausgezeichnet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurden 5 Dinge gegeben, die keinem anderen Propheten vor mir gegeben worden sind. Und noch viele andere Dinge. Zum Beispiel gehört zu einer wunderbaren Angelegenheit dieser Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgende Sache, die wir täglich praktizieren, aber die wir uns vielleicht ein bisschen bewusster machen sollten. Es geht um eine Tat, durch die wir sehr viele gute Hasanat erlangen können. Und zwar geht es um den Friedensgruß, und zwar wenn man sagt, Assalamu alaikum. Dieser Gruß, liebe Geschwister, dass wir nur uns einmal bewusst machen, wie wichtig er ist in unserer Religion. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das als erstes gesagt, als er die Kanzel betreten hat. Als erstes sagt er Assalamu alaikum. Er sagte, dass es zum Rechte eines Muslims, seinem anderen Bruder gegenüber gehört, dass er, wenn er ihn mit Assalamu alaikum begrüßt, ihm auch zurückantwortet, mindestens in der Form und Version, die er ihm gesagt hat. Ebenfalls, liebe Geschwister, Assalamu alaikum ist das Wort, durch das du dein Salah verlässt. Das heißt, du darfst ein Salah, wenn du es beginnst, dann befindest du dich im sogenannten Ihram-Zustand. Und wenn du dein Salah verlassen möchtest, dann darfst du dieses Salah erst verlassen, wenn du Assalamu alaikum mindestens einmal zur rechten Seite gesagt hast. Dieses Wort, liebe Geschwister, ist deswegen so, ist wertvoll. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Wort so sehr respektiert, dass er das Wort nicht ausgesprochen hat, wenn er gerade dabei war, sein Geschäft zu verrichten oder wenn er nicht die große Reinheit hatte, weil er sallallahu alaihi wasallam wusste, dass dieser Assalamu alaikum ein Name der Namen Allahs azza wa jal beinhaltet. Machst du dir das bewusst, wenn du deinen Bruder begrüßt, was Assalamu alaikum bedeutet? Assalamu alaikum, liebe Geschwister, ist eine Form von Dua. Assalam kommt vom arabischen Verb Salima und Salima bedeutet verschont zu bleiben von einer Sache. Du machst Dua für deinen Bruder, dass er verschont bleibt von jedem Übel und vor jeder Sünde und vor allen schlechten Dingen. Du bittest für deinen Bruder um Errettung. Du bittest für deinen Bruder, dass Allah Azza wa Jal ihn beschützt. Deswegen, Assalamu alaikum zu sagen, ist eine praktische Umsetzung des Tawhid, ist eine Form von Ibadah und beinhaltet einer der gewaltigen Namen Allahs Azza wa Jal. Was denkst du, warum Allah Azza wa Jal ausgerechnet den Namen As-Salam ausgewählt hat, damit du ihn pro Tag, Allahu A'lam, wie oft du ihn pro Tag aussprichst, in deinem Gebet, als auch außerhalb deines Gebetes. Und dieser As-Salam, der manchmal übersetzt wird mit der Friede, und das ist einer der Namen Allahs, wie wir gesagt haben, und deswegen hat dieses Wort so wertvoll, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Wenn du dein Dua sprichst in deinem Gebet, At-Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat und so weiter, und das sagst du ala ibadillah salihin, das heißt sinngemäß übersetzt, du bittest in diesem Bittgebet, yani für das Salam, für die Diener Allahs, die rechtschaffenen Diener Allahs, ibadullah salihin. Und wenn du das im Salah machst, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erreich dieses Dua, das heißt die Erhöhung dieses Duas, Allah subhanahu wa ta'ala erhört das Dua und den Nutzen davon erreicht jeden einzelnen rechtschaffenen Menschen zwischen Himmel und Erde. Jeden einzelnen rechtschaffenen Menschen. Du machst Dua für deinen Bruder links, du machst Dua für deinen Bruder rechts, egal wo er sich befindet. Gibt es auf der Welt, liebe Geschwister, eine Ummah, eine Glaubensgemeinschaft, die ihrem Herrn so viel gedenkt, die ihrem Herrn gedenkt, im Sitzen, im Liegen, im Stehen, im Gehen, die ihren Herrn gedenkt, liebe Geschwister, wenn sie die Toilette verlassen, wenn sie die Toilette betreten, sogar wenn der Mann zu seiner eigenen Frau eingehen möchte, gedenkt er seines Herrn. Liebe Geschwister, als würde man zu seinem Bruder sagen, pass auf, Allah Azza wa Jal wacht über dich. Pass auf, Allah Subhanahu wa Ta'ala sieht genau, was du tust. Pass auf, dieses Salamu Alaikum ist eine Erinnerung an deinen Herrn. Ist wie eine Ermahnung, liebe Geschwister. Und als würde man auch sagen, wenn man sagt Assalamu alaikum, als würde man den Segen Allah subhanahu wa ta'ala ersuchen durch die Erwähnung dieses Namens. Warum sagen wir Bismillah am Anfang des Essens? Weil wir dadurch uns erhoffen, dass Allah unser Essen segnet.
Das heißt, dass er das Gute darin beibehält und es sogar noch vermehrt. Das ist der Sinn dieser Erwähnung des Namens. Und stell dir vor, du erwähnst diesen Namen. Und ich bin mir sicher, dass eine Person, die den Namen Allahs Azza wa Jal, As-Salam, erwähnt, von tiefstem Herzen, also hat andere Konsequenzen als jemand, der nur so As-Salamu Alaikum sagt, weil es sozusagen ein normaler Gruß geworden ist, als würde er Hallo sagen. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem edlen Hadith etwas sehr Entscheidendes, und zwar, dass dieser Salam sogar ein Grund dafür ist, dass der Muslim das Paradies betritt. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, ihr werdet das Paradies nicht betreten, bis ihr gläubig seid. Jemand, der nicht gläubig ist, hat keine Chance. Und ihr werdet nicht glauben, bis ihr euch gegenseitig liebt. Also ist die Liebe unter den Gläubigen Voraussetzung dafür, dass du ein wirklicher gläubiger Mensch bist. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, dass, wenn ihr es tut, ihr euch gegenseitig lieben werdet? Er sagte, verbreitet den Salam unter euch. Afshus salama bainakum. Deswegen, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind überliefert, dass sie, wenn sie zusammen waren, dann auseinandergegangen sind, und wenn es nur ein Baum gewesen war, der sie voneinander getrennt hat, sie einander wieder begrüßt haben. Warum? Weil sie haben nach Gründen gesucht, dass sie diesen Salam widersprechen dürfen. Denn einfach so kannst du nicht jemanden sitzen gegenüber und sagst den ganzen Tag Salam alaikum und sagst zurück. Das macht keinen Sinn. Aber sobald du auseinandergegangen bist und wieder zusammengekommen bist, hast du wieder das Recht, dieses Wort zu sprechen. Und viele von uns sind leider ein bisschen, ich hoffe nicht faul, aber sie wissen diese Information vielleicht nicht, dass man, wenn einer sagt Assalamu alaikum, dann ist nicht das gleiche, wie wenn er sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und wenn er sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah, ist nicht das gleiche, wie wenn er sagt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diese Dinge, liebe Geschwister, sie sind der Grund, warum es Liebe unter den Geschwistern gibt, wenn man auf diese Dinge achtet. Weil manch einer sagt, ja, was ist das so wichtig? Jeder von uns kennt doch Assalamu alaikum. Muss man darüber eine ganze Predigt halten? Die Sache ist so klar, deswegen möchten wir genau darüber sprechen, weil sie so klar ist. Und weil sie von jedem von uns praktiziert wird. Denn wir achten nicht nur auf Quantität, sondern auf die Qualität unserer Taten. Das heißt, diese Tat, die du schon jetzt schon umsetzt, versuchst du sie, liebe Bruder, liebe Schwester, zu verbessern, indem du diesen Gruß sprichst von deinem Herzen und deinem Bruder tatsächlich vom tiefsten Herzen wünscht, dass Allah Azza wa Jalla As-Salam mit ihm ist und dass ihn Allah Subhanahu wa Ta'ala verschont von jedem Übel. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar den Gruß und das Erwidern des Grußes zu einem Recht des Muslims gegenüber seinem eigenen Glaubensbruder gemacht. Hier gibt es ein Thema, was den Friedensgruß angeht, mit dem wir inshallah ta'ala die Predigt ungefähr beenden möchten. Und zwar geht es darum, wir befinden uns jetzt gerade in der Freitagspredigt. Und diese Freitagspredigt, jeder Mensch, der von euch jetzt gekommen ist und auf das Salah wartet, wir alle warten auf das Jum'ah-Gebet, befindet sich in einem Salah. Befindet sich, die Gelehrten sagen, gesetzlich gesehen bereits schon im Salah. Und deswegen darf man nicht seine Finger ineinander flechten, während man auf das Salah wartet. Deswegen darf man jetzt auch nicht reden, wenn man auf das Salah wartet. Denn gesetzlich gesehen, man befindet sich im Salah. Wirklich nicht. Also du stehst ja nicht gerade und verbeugst dich und wirfst dich nieder. Aber gesetzlich gesehen befindest du dich bereits in einem Salah. Deswegen, wenn jetzt jemand die Moschee betritt, darf er nicht zu den Leuten sagen, Assalamu alaikum, weil dadurch werden die Leute von der Predigt abgehalten. Und dadurch werden die Leute von ihrem Salah abgelenkt, logischerweise. Und was macht man aber, wenn jemand das trotzdem macht? Also jemand kommt zu dir und sagt zu dir persönlich Assalamu alaikum, weil er sich neben dir hingesetzt hat. In diesem Fall darfst du nach manchen Ulama wie Imam Ahmed ihm die Hand entgegenstrecken, aber reden darfst du auf gar keinen Fall. Und manche Gelehrte erlauben nicht mal das andere. Das heißt also in diesem Fall, man darf auf keinen Fall fragen, worum geht's gerade, ich bin zu spät gekommen, mach ein bisschen Platz, ein bisschen beiseite. Nichts dergleichen darf man machen, weil all das lenkt den Muslim von seinem Salah ab und von seinem Zuhören zu dieser edlen Predigt. Und wenn diese Sache, liebe Geschwister, so ist, während wir uns gesetzlich gesehen, also nicht wirklich, gesetzlich gesehen in einem Salah befinden, dann erst recht, wenn wir uns wirklich in einem Salah befinden, also wenn wir jetzt gerade unser Gebet verrichten und jemand betritt die Moschee, dann soll er erst einmal seinen Herrn Assalamu alaikum sagen, indem er sein Gebet verrichtet, Tahiyyat al-Masjid betet, oder beziehungsweise wenn die Jama'a betet, dass er erst einmal mit den Leuten betet. Liebe Geschwister, manche Leute sagen,
was den Wortwahl angeht. Manche Leute sagen Assalamu alaikum. Man kann auch sagen Salamun alaikum, wie es überliefert worden ist. Auch wenn man nur sagen würde Salam, wäre das sprachlich gesehen korrekt und gesetzlich gesehen ebenfalls. Aber die vollkommene Version ist zweifellos Assalamu alaikum. Aber auch man darf trotzdem Salamun alaikum sagen, ist kein Problem, weil auch das im Koran al-Karim überliefert worden ist und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Manche Leute sagen guten Morgen, guten Abend und solche Ausdrücke, die kann man sagen, aber erst nachdem man Assalamu alaikum zu seinem Bruder gesagt hat. Oder wenn man mit einem Nicht-Muslim spricht, dann natürlich darf man nicht zu ihm Assalamu alaikum sagen, sondern man sagt zu ihm eben guten Morgen, guten Abend, guten Tag, etwas in dieser Richtung. Aber dass man Assalamu alaikum, liebe Geschwister, austauscht, und das ist eine Katastrophe. Manche Leute, wal'iyadu billah, sie rufen einen auf dem Telefon an oder in der Moschee an und suchen, irgendwas wollen sie von der Moschee haben und sie sagen nicht mal Assalamu alaikum, subhanallah al-azim. Yani, man sieht, da ist kein Gebet, kein Fasten, kein Zakat, kein Hajj, kein nichts dahinter, gar nichts mehr dahinter. Da ist nicht mal Assalamu alaikum mehr da, weil sogar der einfache Muslim in den arabischen Ländern, der wirklich mit Islam wenig zu tun hat, sogar er sagt Assalamu alaikum wenigstens aus Gewohnheit. Liebe Geschwister, zu guter Letzt möchte ich euch daran erinnern an zwei Angelegenheiten. Erstens, unsere Geschwister auf der gesamten Welt dürfen wir nicht vergessen. Deswegen immer wieder müssen wir uns daran erinnern. Und die Länder werden immer mehr, denn die Muslime werden heimgesucht in ihren eigenen Ländern, in Syrien, jetzt neuerdings in Zentralafrika wird eine ganze Armee wieder hingeschickt, angeblich um die Muslime von den Christen auseinanderzuhalten. In Ägypten, im Irak, im Sudan und in Palästina schon seit über 60 Jahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister beschützen, egal wo sie auf der Welt sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kranken unter ihnen heilen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vor allem Übel bewahren. Und eine Sache, die inshallah ta'ala manche Moscheen geplant haben diesen Tagen, liebe Geschwister, dass wir wieder Decken sammeln für unsere syrischen Geschwister und Flüchtlinge. Deswegen arbeiten wir hier zusammen mit anderen Moscheen inshallah ta'ala. Das ist eine gute Tat und wir sammeln Decken. Aber diese Decken werden nicht hier gesammelt, sondern bei der türkischen Moschee am Ende, bei der K3, am Ende von der Straße hier. Ihr kennt das, inshallah ta'ala. Und wenn jemand spenden möchte, darf er das auch dort machen, dort abgeben. Und die Geschwister leiten das weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.